Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute den Abschlussbericht der Enquete-Kommission 1, die den Titel trug Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen, im Plenum debattieren können. Die Enquete-Kommission war etwas anders von ihrem Verlauf her, als das Enquete-Kommissionen normalerweise sind. Die werden eingesetzt vom Landtag, arbeiten 2 Jahre, legen dann dem Plenum ihren Abschlussbericht vor. Das tun wir heute zwar auch, aber der Verlauf der Enquete-Kommission war unterwegs etwas anders. Die Kommission bestand nämlich bereits in der 15. Wahlperiode und fand mit der Auflösung des Landtages am 14. März 2012 zunächst ihr Ende, auch faktisch ihr Ende. Danach ging es dann bei der Konstituierung des neuen Landtages um die Frage, ob der Landtag bereit ist, das Thema wieder aufzunehmen und damit zu ermöglichen, dass eine Fortsetzung der Arbeit ermöglicht wurde. Ich bin dem Landtag sehr dankbar, dass diese Möglichkeit geschaffen wurde und dass wir damit in der Lage waren, die Arbeit der Enquete-Kommission zu beenden und Ihnen damit heute auch einen Abschlussbericht zur Beschlussfassung vorlegen können. Ich bin auch deswegen dankbar, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in Nordrhein-Westfalen nicht nur ein wichtiges Thema in der Enquete-Kommission behandelt haben, das Auswirkungen hat auf viele Städte, Stadtteile in Nordrhein-Westfalen, auf viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, die als Mieter und Mieterin in Wohnungen leben, die Finanzinvestoren gehören und von ihnen bewirtschaftet werden, sondern weil wir in Nordrhein-Westfalen damit auch ein Thema auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt haben, das auch bundesweit Beachtung gefunden hat. Das zeigen uns jedenfalls Reaktionen aus dem Bundesgebiet, die ausdrücklich Dank ausgesprochen haben, auch für die Arbeit dieser Enquete-Kommission, weil wir eine Frage behandeln, die natürlich nicht nur Nordrhein-Westfalen betrifft, sondern die bundesweit auch Auswirkungen hat. Worum geht es? Worum ging es der Enquete-Kommission? Die zunehmende Globalisierung hat dazu geführt, dass der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen in den letzten 10 Jahren für internationale Finanzinvestoren an Bedeutung gewonnen hat. Es gab zahlreiche Verkäufe und Wiederverkäufe von Wohnungen. Die Deregulierung der Finanzmärkte bildete da den Hintergrund. Grundlage dieses Geschäftes war auch ein Geschäftsmodell Hartz IV, mit dem sich die Kommission ausführlich befasst hat. Und im Hintergrund steht die mangelnde Bereitschaft mancher Eigentümer, Wohnungsbestände instand zu halten, was in Kommunen zu verschiedenen unterschiedlichen Problemlagen geführt hat. Es geht dabei einerseits um städtebauliche Fragen, die hat die Kommission untersucht. Es ging zentral um die Wohnungswirtschaft, den wohnungswirtschaftlichen Bereich. Und es geht um die sozialen Folgewirkungen auf die Mieter und Mieterinnen, auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen, aber auch auf die Entwicklung der Stadtteile. Mit allen Fragen hat sich die Enquete-Kommission befasst und legt Ihnen zu all diesen Fragen auch eine detaillierte Analyse in Ihrem Abschlussbericht vor. Lassen Sie mich vielleicht zunächst einige Anmerkungen zum Verfahren und zur Arbeitsweise der Enquete-Kommission machen. Zu den 11 Vertreterinnen und Vertretern aller 5 Fraktionen in der Enquete-Kommission kamen noch 5 sachverständige Mitglieder hinzu, also externe Mitglieder, die die Fraktionen jeweils benannt haben, die der Kommission ihren Sach- und Fachverstand in einer intensiven Arbeitsphase zur Verfügung gestellt haben. Die Kommission hat insgesamt 28 Sitzungen durchgeführt, davon 13 in der 15. und 15 Sitzungen in der 16. Wahlperiode. Seit Mitte November 2012 bis zum Ende der Kommission am 28. Februar 2013 hat die Kommission im wöchentlichen Rhythmus getagt. Davor war er etwas größer. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur der Fachverstand der einzelnen Mitglieder, sondern auch 4 Gutachten bzw. Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, bilden die Grundlage für die Handlungsempfehlungen, die den Bericht abschließen. Und die Handlungsempfehlungen sind natürlich das Zentrum eines solchen Berichtes, weil sie sich mit einem Auftrag an die Landesregierung richten und insofern eine Grundlage für die nun kommende Arbeit der Landesregierung bilden. Hervorzuheben ist dabei besonders eines,
ein Gutachten, mit dem 6 konkrete Fallbeispiele durch ein Institut begutachtet wurden, um auch konkrete Situationen vor Ort in den Blick zu nehmen. Wir hatten schon den Anspruch als Kommission, auch zu gucken auf das ganze Land Nordrhein-Westfalen, uns Städte, Kommunen unterschiedlicher Struktur anzugucken und damit auch die Frage zu beantworten, wie sie jeweils dann mit der Problematik Finanzinvestoren befasst sind. Ich will einfach nochmal die Stadtteile nennen, die wir auch besonders ins Augenmerk gefasst haben. Es waren Bielefeld-Sennestadt, Dortmund-Jungferntal, Köln-Chorweiler, Mahl-Drewer, Münster-Kinderhaus und Neuss-Erftal. Wir hatten uns als Kommission vorgenommen, einige dieser Quartiere zu bereisen, haben das auch geschafft. Aufgrund der Verkürzung der Zeit konnten wir am Ende leider nicht alle Quartiere bereisen. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl von Expertengesprächen durchgeführt und, eine öffentliche und auch nicht öffentliche Anhörung zum Thema Rechts- und Förderinstrumente durchgeführt. Nicht zuletzt haben uns Vertreter von verschiedenen Ministerien, also auch der Landesregierung, unterstützt mit ihrer Expertise. Lassen Sie mich nun noch etwas sagen zum Inhalt des Berichtes und damit auch zum Inhalt der Arbeit der Enquete-Kommission. Ausgangslage war die Feststellung, dass wir in Nordrhein-Westfalen Wohnungen haben, Stadtquartiere haben, in denen nicht nur beispielsweise massiver Schimmelbefall zu beklagen ist, in denen zum Beispiel wegen Aufzugsdefekts im Hochhaus eingeschlossene gehbehinderte Mieterinnen nicht in der Lage waren, ihre Wohnungen zu verlassen, in denen auch Leerstände auftreten, bis hin sogar zu Vandalismus in einzelnen Straßenzügen. Das sind alles Facetten eines Problems, das wachsende Aufmerksamkeit in Nordrhein-Westfalen gefunden hat, an uns herangetragen worden ist und darum auch zur Einrichtung der Enquete-Kommission führte. Warum ist das so? Das war die Frage der Enquete-Kommission. Was steckt sozusagen für ein Bewirtschaftungsmodell dahinter? Wir haben festgestellt, dass der deutsche Wohnungsmarkt seit einigen Jahren ins Blickfeld internationaler Anleger geraten ist, eine Entwicklung, die Länder und Gemeinden, aber auch Mieterinnen vor zum Teil erhebliche Probleme stellt. Diese Entwicklung hat auch eine Vorgeschichte, denn seit Mitte der 90er Jahre kam es in Deutschland zu umfangreichen Privatisierungen, die insbesondere seit Beginn des Jahres 2000 in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. 2003 war da ein ganz deutlicher Einschnitt in Nordrhein-Westfalen, an dem erkennbar ist, dass ehemals öffentliche, das in geringerem Maße, vor allen Dingen aber ehemals industrielle Wohnungsbestände verkauft wurden an internationale Finanzinvestoren, Private Equity Fonds aus dem angelsächsischen Bereich. Bundesweit war das ebenfalls eine Entwicklung, darum ist auch die Bundesaufmerksamkeit auf die Enquete-Kommission gerichtet gewesen. Das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung hat zwischen 1999 und 2010 fast 2 Millionen gehandelte Wohnungen gezählt, von denen über die Hälfte an private Investoren ging. In Nordrhein-Westfalen rechnen wir mit ca. 320.000 Wohnungen, die verkauft wurden an Private Equity Fonds. Der Hotspot des Handels lag also in der Bundesrepublik in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen haben wir nochmal einen besonderen Schwerpunkt im Bereich des Ruhrgebietes. Das wiederum lag daran, dass der werksverbundene Wohnungsbestand insbesondere im Ruhrgebiet lag. Große Bestände alteingesessener Industrieunternehmen wurden dabei privatisiert, zu einem großen Teil an Finanzinvestoren. Circa 1/5 der Wohnungen, so die Feststellung der Kommission, wechselte dabei mehrfach den Besitzer. Neu war dabei insbesondere die innovative Finanzierung dieser sehr großen Verkäufe. Es funktionierte nämlich so, dass Private Equity Fonds mit geringem Eigenkapital und hohen Fremdkapitalanteilen ganze Unternehmen oder Teilbestände aufgekauft haben. Und aus der Differenz zwischen niedrigen Zinsen für das geliehene Kapital und der höheren Rendite aus der Vermietung der Immobilien resultierte dann die Eigenkapitalquoten, die wiederum den Anlegern versprochen worden waren. Da sind Eigenkapitalquoten von 10 bis 15% versprochen worden an diejenigen, die die Fondsanteile gekauft haben. Man muss noch mal wissen, dass ein kommunales Wohnungsunternehmen mit einer Rendite von 3 bis 5% rechnet ungefähr. Dann kann man aber auch gleichzeitig erkennen, worin die Problemlage liegt. Wenn nämlich mit solch enormen Renditen, Renditemargen gerechnet wird, dann hat das auch Folgen für die Investitionstätigkeit in diesen Beständen. Die Ankäufe fanden
dann, das ist ein zusätzliches Problem, wie die Kommission festgestellt hat, in Regionen statt, in denen sich der Mietmarkt aufgrund des Bevölkerungsrückgangs entspannt. Und es waren überwiegend einfache Wohnungen. Auch das muss man noch mal mit im Hinterkopf behalten. Viele Wohnungen unterlagen zudem beim Ankauf noch der sozialen Wohnraumbindung. Vor allen Dingen in diesem Marktsegment zeigen sich damit Probleme in der Entwicklung. Denn die Aufkäufe durch internationale Finanzinvestoren beruhten auch zum Teil auf Fehleinschätzungen und einem Geschäftsmodell, das sich dann nicht wie geplant umsetzen ließ. Spätestens am Höhepunkt des Verkaufskarussells kauften, das lag ungefähr dann 2004, 2005, kauften viele Unternehmen nämlich Wohnungsbestände ohne genauere Marktkenntnis, ohne wohnungswirtschaftliche Erfahrung und in einigen Fällen sogar ohne solide Immobilienbewertung. Viele der Fonds haben in der Folge beim Kauf den deutschen Immobilienmarkt hinsichtlich des Einzelprivatisierungs- und Mieterhöhungspotenzials überschätzt. Das hatte natürlich auch Folgen für das Geschäftsmodell. Zum Geschäftsmodell gehört es ursprünglich, Wohnungen nur kurz zu halten und schnell wieder zu verkaufen. Dieser Exit hat aber in vielen Fällen so nicht planmäßig stattgefunden. Für die Mieterinnen und Kommunen waren dann die anschließenden Umstrukturieren problematisch. Serviceleistungen wurden zentralisiert und ausgedünnt mit der Folge, dass die Hausverwaltung sich verschlechterte, Mieten wurden erhöht, Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwänden zugunsten der hohen Gewinnerwartung deutlich reduziert und, das muss man auch noch dazu sagen, auch Personalabbau damit vorgenommen. Infolgedessen kam es zu einer Vernachlässigung von Wohnungen, die sich in den eingangs beschriebenen Phänomenen, Schimmel, undichte Fenster, kaputte Aufzüge, Fassadenprobleme, Heizungs-, Warmwasserausfall in den Wintermonaten, auch das ist uns berichtet worden, gezeigt hat. Der Verfall von Wohnungen hat immer auch Auswirkungen auf angrenzende Wohnungsbestände, die sich dann in den Stadtquartieren durch soziale Entmischung bemerkbar macht und die daraus dann auch folgend Probleme für die Nahversorgung beinhaltete. Das ursprüngliche Geschäftsmodell ließ sich so nicht umsetzen. Wohnungen wurden dann nicht mehr oder nur auf sehr geringem Niveau instand gehalten. Zum Teil haben wir auch Insolvenzen beobachten müssen. Ich will eine Gruppe noch nennen, die auch betroffen ist von dieser Entwicklung, in der Öffentlichkeit manchmal nicht so im Fokus steht. Das sind die Mieter und Mieterinnen, die ihre Wohnungen im Zuge von Einzelprivatisierung gekauft haben und dann sozusagen in einer Gemeinschaft auch mit dem ursprünglichen Wohnungsunternehmen noch leben, also Wohnungseigentümergemeinschaften, die dann noch das ursprünglich vorhandene Wohnungsunternehmen in der Mehrheit auch in ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft haben. Auch mit dieser Problematik muss man sich noch mal auseinandersetzen. Problematische Quartiere verteilen sich also auf ganz Nordrhein-Westfalen. Ich selber habe auch einige Quartiere noch mal besucht und mir genau angesehen, wie die Lage vor Ort aussieht. Die Kommission insgesamt war in Münster-Kinderhaus. Ich habe mir Wuppertal-Resieben angesehen, Dortmund-Westerfilde, auch Köln-Chorweiler. Gemeinsam ist allen gewesen, dass sich Mieter und Mieterinnen alleingelassen fühlen mit der Problematik, dass Kommunen auch darauf gedrängt haben, dass das Land ihnen Instrumente zum Handeln zur Verfügung stellt in der Auseinandersetzung mit einer Vernachlässigungsproblematik. Gemeinsam ist diesen Quartieren aber auch, dass es ein Geschäftsmodell Hartz IV gibt bei Finanzinvestoren. Viele dieser vernachlässigten Wohnungen sind an Menschen vermietet, die sich im Transferleistungsbezug befinden. Die Kommunen kommen dann für die Kosten der Unterkunft auf. Daraus muss sich eine Diskussion um die Frage anschließen, und die hat sich auch angeschlossen, wie kann die Kommune denn damit umgehen, dass sie einerseits Zahlung für die Kosten der Unterkunft leistet, aber die Mieter und Mieterinnen keinen angemessenen Wohnraum dafür erhalten und auch persönlich häufig nicht in der Lage sind, über eine Mietminderung diese Angemessenheit des Wohnraums einzuklagen. Die Enquete hat einen Handlungskatalog beraten, der sich in zwei Gruppen im Grundsatz aufteilt, nämlich einerseits Handlungsempfehlungen, die sich an die Landesebene richten, das ist unsere Ebene, ja, Handlungsempfehlungen, die sich aber auch an die Bundesebene richten. Ich will nur die wichtigsten nennen, es ist ein sehr umfänglicher Handlungskatalog, um den auch intensiv diskutiert wurde. Wir brauchen, so die Feststellung der Kommission, ein neues Wohnungsaufsichtsgesetz in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen die Möglichkeit für die Kommunen, stärker gegen die Vernachlässigung wohnungsaufsichtlich vorzugehen.
auch die Möglichkeit für die Kommunen, die Durchsetzung von Angemessenheitskriterien bei Transferleistungsempfängern für Transferleistungsempfänger umzusetzen. Wir brauchen eine stärkere Beobachtung dieses Marktsegmentes, auch eine Stärkung von Mieterinnenrechten, eine Berücksichtigung der Interessen von Wohnungseigentumsgemeinschaften und wir brauchen, das richtet sich an die Bundesebene, eine Erschwerung von Weiterverkäufen durch eine Beleuchtung der Grunderwerbsteuer, die bei dem Weiterverkauf von Unternehmen nicht anfällt, damit auch nicht in die Landeskasse einzahlt, sowie eine Besteuerung von Unternehmensverkäufen, damit dieses Geschäftsmodell dann auch in angemessener Weise steuerlich gewürdigt wird, so wie andere Verkäufe auch steuerlich durch die Grunderwerbsteuer belastet werden. Die Lizenzierung großer Wohnungsgesellschaften ist ebenso diskutiert worden wie andere Maßnahmen, die sich zum Teil dann an die Bundesebene richten. Sehr geehrte Damen und Herren, die Handlungsempfehlungen sind weitgehend konsensual verabschiedet worden. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, da auch ein sehr breites Votum der Kommission herzustellen über vier Fraktionen dieses Hauses. Es gibt allerdings auch Sondervoten, darauf werden die Kolleginnen und Kollegen sicherlich im Verlauf der Debatte nochmal eingehen. Ich will auch sagen, weil das natürlich auch nochmal in die Zeit der Kommissionsarbeit fiel, dass ich sehr froh bin, dass es beispielsweise Evonik gelungen ist, mit Viva West einen werksverbundenen Wohnungsbestand in eine solide Trägerstruktur zu überführen, auch ein Wohnungsunternehmen, das sich regional engagiert und bereit ist, nicht nur Mieterinnenrechte umzusetzen, sondern sich auch an der energetischen Sanierung zu beteiligen. Für die Arbeit der Enquete-Kommission gilt im Ergebnis, dass uns aufgrund der Landtagsauflösung im März 2012 und der damit fehlenden Arbeitszeit der Enquete natürlich auch noch mal Zeit fehlt, die wir für die Beratung sicherlich an der einen oder anderen Stelle hätten nutzen können. Für Teilbereiche der Instrumente konnte eine vertiefte Analyse nicht mehr erfolgen. Das wird jetzt Aufgabe der weiteren Arbeit sein, hier auch noch mal sehr genau zu gucken, an welchen Stellen der Gesetzgebung man ansetzen muss. Ich bin mir jedoch sehr sicher, dass der Handlungskatalog eine gute Grundlage darstellt, die Thematik weiter zu behandeln. Und das gilt sowohl für das Parlament als auch für die Landesregierung, an die sich im Ergebnis der Handlungskatalog auch richtet. Als Vorsitzende der Enquete-Kommission möchte ich mich zum Schluss meines Einführungsberichtes noch bedanken bei all denjenigen, die diesen intensiven, gerade in der letzten Phase sehr intensiven Arbeitsprozess gemeinsam mitgemacht haben und da auch noch mal wirklich richtig ins Geschirr gegangen sind miteinander. Das gilt für die Kolleginnen und Kollegen aller fünf Fraktionen. Ihnen danke ich für die gute und vor allen Dingen inhaltsreiche Zusammenarbeit. Das gilt auch für die ehemaligen Kolleginnen der Fraktion Die Linke, die ja in der letzten Legislatur noch Teil der Enquete-Kommission war. Daneben aber auch bei den Sachverständigen, die die Kommission begleitet haben und in ganz wesentlichem Maße durch ihren Sachverstand und Fachverstand zum Ergebnis dieser Arbeit beigetragen haben. Dank gilt auch all denjenigen, die die Kommission beraten haben, in Anhörungen, die sich zur Verfügung gestellt haben als Gesprächspartnerin. Das sind Mieterinitiativen gewesen in Nordrhein-Westfalen. Das sind Fachleute aus der Wohnungswirtschaft gewesen. Das waren zum Teil auch Gesprächspartner der Finanzinvestoren. Nicht alle waren für uns erreichbar, aber manche waren für ein Gespräch auch erreichbar. Das gilt für viele Fachfrauen und Fachmänner aus den Kommunen. Mein Dank gilt aber auch den wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten der Fraktion, die unsere Arbeit in vielfacher Hinsicht unterstützt haben und vor allen Dingen, last but not least, natürlich dem Kommissionssekretariat, das durch die Landtagsverwaltung gestellt war und das wirklich vor allen Dingen in den letzten Wochen noch mal Außerordentliches geleistet hat. Dafür unser aller herzlichen Dank. Da ging es wahrlich nicht um Dienst nach Vorschrift, sondern um einen Einsatz, der dem Kommissionsbericht insgesamt sehr gut getan hat und der hohen Dank und Anerkennung verdient. Schließlich will ich aber auch noch die anderen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung mit einbeziehen, die uns unterstützt haben. Und Herr Präsident, ich darf Sie bitten, diesen Dank auch an die Landtagsverwaltung weiterzugeben. Herzlichen Dank.